Hallo, hier ist das Team vom SupportNet und heute möchte ich euch mal das Entertainment-Paket von Windows 8 vorstellen. Also wir haben hier einmal die Kacheln Video und Musik und wir wählen jetzt einfach mal Musik aus. So, sind wir mit einer Live-ID angemeldet, entweder direkt an Windows 8 bzw. haben uns bei der Musik-App angemeldet mit der Live-ID, so haben wir auch gleich Zugang zu dem Shop. Wir sehen jetzt hier beispielsweise im Rampenlicht die aktuellsten Alben. Wir können aber wieder hin und her scrollen oder unten den Balken hin und her bewegen und sehen auch zum Beispiel hier im Musikmarktplatz Ivy, die Gewinnerin von The Voice of Germany. Jetzt können wir hier beispielsweise einmal raufgehen und jetzt kriegen wir ein nettes Foto angezeigt und Informationen. Sehen wir hier natürlich noch nicht viel. Wir können jetzt immer wieder rüber scrollen und sehen einmal ihre Songs von The Voice of Germany und ihre Alben und aktuellen Singles. Jetzt können wir auch hier wieder raufklicken und setze praktisch Do You Like What You See ist die einzelne Single. Jetzt können wir entweder das ganze Album kaufen oder wir können die einmal anklicken und sagen Wiedergabevorschau. So, jetzt haben wir hier einen kleinen Player, hier das Albumbild, ein paar Effekte hinter und wir können jetzt auf Play gehen und dann wird die Datei abgespielt. Jedenfalls eine kleine Vorschau, damit man mal sehen kann, was läuft hier so ab. Gut, wenn uns das gefällt, können wir uns die doch ganz normal wieder kaufen. Wir gehen wieder zurück und das war eigentlich auch schon der Shop. Wir sehen jetzt hier nochmal die Sammlung, hier würden praktisch die Lieder erscheinen, die wir auch selber haben. Also es ist auch gleichzeitig unser Media Player, nicht nur unser Shop, sondern im Zentrum unser Media Player. Gut, mit der rechten Maustaste kriegen wir wieder dieses Menü. Hier unten sehen wir gerade die aktuelle Wiedergabe. Wir können es jetzt wieder abspielen, sagen, wiederholen, zufällige Wiedergabe oder einfach einen Kommentar hinterlassen, damit die nächsten Käufer auch wissen, auf was sie sich einlassen. Gut, wir sehen hier vorne gleich auch nochmal die Ansicht, Do you like what you see? Also wir können auch hier nochmal anklicken, dann würde der aktuelle Titel nochmal abgespielt werden. Gehen wir jetzt zurück und aktivieren bei Musik mit einem Rechtsklick die Live-Kachel, würden wir auch von hier aus schon sehen, was wird dann gerade abgespielt. Also wir haben gleich den Überblick, was die App gerade macht. Gut, das gleiche haben wir jetzt über Video. Wir gehen hier einmal rein und sehen das gleiche Prinzip, nur mit Videofilmen. Hier im Rampenlicht werden gerade die aktuellsten Filme angezeigt. Hier würden unsere eigenen Videos angezeigt werden. Und hier nochmal eine aktuelle Sammlung, was wir so kaufen könnten. Natürlich wird die im Laufe der Zeit immer mehr steigen, die Anzahl. Wir können jetzt hier sagen, Johnny English. Wir kriegen hier wieder Filmdetails. Können auf Xbox spielen, anschauen, beziehungsweise je nachdem, ob es ein Spiel ist oder ein Film. Oder wir können es umkaufen, beziehungsweise leihen. Gut, alles, wie gesagt, läuft über diese Live-ID. Deswegen wird auch geraten, sich gleich an Windows 8 mit der Live-ID einzumelden. So muss man sich nicht jedes Mal bei irgendeiner App anmelden mit einem Kennwort. Ja, und dann steht uns die Welt offen. Gehen wir zurück. Also, eigentlich ist es eine ganz gute Alternative zu iTunes. Wir können uns die Videos, die Musik oder auch unseren Store, den wir haben, den wir schon anderweitig mal vorgestellt haben, unsere Apps, unsere Programme kaufen. Wir können die Musik aber auch gleich hier abspielen, haben eine nette Übersicht, sieht alles ein bisschen schick aus. Genauso mit den Videos. Also gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.